Petrus schreibt den Korinthern in diesem Wort. Er bekräftigt die Wahrheit von Jesu Auferstehung mit den stärksten Beweisen, die er hat, mit einem ganzen Haufen Augenzeugen. Doch dass er das überhaupt tun musste, legt ja nahe, dass es in Korinth Zweifel an der Auferstehung gab. Ganz klar, da war ja keiner persönlich dabei. Zweifel wurde und wird auch noch oft als Makel verurteilt. Ein wahrer Glauben wankt doch nicht. Meiner Meinung nach gehört Zweifel aber einfach dazu und ist ein ganz normales Wachstumsphänomen. Wer sich mit seinem Glauben aktiv auseinandersetzt, wird auf Fragen stoßen. Und er wird auch Gegebenes kritisch hinterfragen und an alten Gedanken rütteln. Manchmal ergeben sich daraus Veränderungen, mitunter bitter nötige. Manchmal kommt man aber auch zu dem Schluss, dass es doch richtig war, wie man es kennt. Auf jeden Fall aber versteht man das Thema danach besser und geht, wie man so schön sagt, gestärkt hervor. Deswegen, lass deine Zweifel zu. Hinterfrage kritisch, was du kennst. Geh diesen beschwerlichen Weg, denn es ist allemal besser, als blind zu glauben. Wo ich auch stehe, du warst schon da, heißt es in einem Lied, welches wir in der Jugendgruppe singen. Damit ist wunderbar die Folge der Auferstehung Jesus Christus beschrieben, denn er ist den Weg eines Menschen auf der Erde gegangen und am Kreuz für Gott, dich und mich gestorben. In der Überwindung des Todes hat Jesus uns den Weg zur Sündenvergebung und eigenen Auferstehung freigelegt. Egal, wo uns unser Leben hier auf der Erde hinführt, Gott war schon da und ist weiterhin bei uns, bis er alle seine Kinder persönlich zu sich einlädt und wir ebenfalls durch seine Gnade und Liebe den Tod überwinden können. Dieses Ereignis ist ein Grundbaustein unseres Glaubens, auch wenn es teilweise sehr schwer wirkt, daran in absoluter Überzeugung festzuhalten. Selbst die Jünger, die eine lange Zeit an der Seite Jesus gelebt und seine Wunder erlebt hatten, konnten nicht an seine Auferstehung glauben. Und nun sind 2000 Jahre vergangen und wir stehen hier und glauben an die Macht Gottes und Wunder Christi. Paulus schreibt, dass damals mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit den Herrn Jesus sehen konnten und einige davon noch lebten. Damit deutet er auf die unmittelbare Wahrheit dieses Erlebnisses hin, da die Brüder aus erster Hand davon zeugen konnten. Nun waren wir nicht persönlich dabei, aber diese großartige Botschaft wurde bis zu unserer Zeit weitergegeben. Und jetzt liegt es an uns, dass wir Zeugen der Auferstehung sind. Und selbst wenn wir dieses Ereignis nicht erlebt haben, so können wir doch auch heute in unserem Alltag die Präsenz Gottes spüren. Und wenn es nur kleine Dinge sind, aber durch die Auferstehung Christi ist Gott uns immer nah. Jesus ist auferstanden. Ein typischer Osterspruch, denn Ostern ist doch vor allem ein Fest, das uns an den Grundsatz unseres Glaubens erinnern soll. Also, woran glauben wir? Ja, da wäre natürlich Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist, aber vor allem an eine Zukunft bei Gott. Ostern bedeutet, dass wir den Tod nicht fürchten müssen, weil Jesus, unser Freund und Messias, ihn überwunden hat und uns einen Platz im Himmel freihält. Als Gläubige sind wir regelmäßig Zweifeln ausgesetzt und gerade in unserer heutigen rationalen Welt wird es manchmal schwer zu glauben, dass nach dem Tod noch etwas kommt und dass ein Toter noch auf Erden wandeln kann. Aber genau das ist passiert. Jesus hat den Tod überwunden und dies auch Hunderten gezeigt. Jesus ist auferstanden. Amen.